Hallo und willkommen zurück zu Selina Survival mit This Land is My Land. Ach Leute, ich bin so happy, dass ich das so geschafft. Alter Schwede, ich hätte es echt nicht gedacht. Echt nicht. Aber die bauen ja jetzt eine neue Siedlung auf. Bin ich mal gespannt, wo. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier zu dem Fort und entforten das mal. Wollen wir zuerst im Lager ver. Ah, es klug wär's, ne? Klug wäre es auch, wenn wir hier die sich mal siedeln lassen würden. Hierhin? Hierhin? Oder hier, wo der ihr Camp war? Ja. Okay, dann schicken wir mal vier Krieger. Oh, ich weiß nicht, ob die genug Holz haben. Habt ihr genug Holz? Ja, geil, geil. Die haben genug Holz da. Entschuldigung. So, das lassen wir alles hier. Wir rüsten sie tatsächlich einfach nur mit Hunter's Bow aus. Benötigt Error. Error. Da. So, das ist nicht schlimm, dass nur zwei das haben. Das Wichtigste ist ja, dass sie hier oben ankommen. Nice. So. Langsam. Ne? Oh, ich bin so happy. Ehrlich. Das glaubt ihr gar nicht. So. Aber jetzt können wir erstmal. Es ist halt aber auch wieder auf der Straße, ne? Es ist gefährlich. Es ist auf jeden Fall gefährlich, das Camp hier. Ich find's geil. So. Wir hauen jetzt alles hier rein. Upsi. Shinto Pao. Okay. Ah, hier, drei. Müssen wir langsam hier Leute reinbekommen. Auf jeden Fall müssen wir auf unsere Hauptstadt aufpassen. Haben wir genug Blätter mittlerweile? Habt ihr Blätter gesammelt? Wart ihr fleißig? Uiuiui, ja. So, mal gucken, was das Pferdchen noch dann braucht. Zack. 8 Bunt-Level. Okay. Nice. Krass. Jetzt ist es bei 350. Das heißt, wir können es immer nach und nach dann verbessern. Ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Dann können wir mal gucken. Weil wir hatten ja noch Fertigen. So. Flachs. Oder brauchen wir nur Flachs? Und Holz. An sich müsste das ja kein Problem sein. Flachs und Holz. Flachs ins Lager legen. Wir können eigentlich alles ins Lager legen. Bis auf Flachs und Holz. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn gleich die ganzen Eberherzen rausnehmen. Die sind für mich. Oh, ich bin gerade so happy. Ich werde auf jeden Fall das Ding, das ich jetzt gerade hier gebaut habe, auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Schaut euch das mal an. Es ist mein Land. It is mein Land. Wir holen es uns alles zurück. So. So sieht's aus. Nicht anders. Die Stadt, in der ich stehe, die heißt Lago Pack. Okay. Lago Pack, was brauchst du? Seil, Holz und Bohr. Habe ich das jetzt hier alles reingeschmissen? Naja, egal. Nehmen. Wir nehmen mal die Wolfspelze. Oh, Wolfspelze haben wir so wenig. Seile? Oh, Seile! Was ist da los? Wieso habe ich so wenig Seile? Mach mal lieber Seile. Hä? Habe ich die nicht alle beauftragt, irgendwie Seile zu machen? Oh, oh, die haben hier. Okay. Was ist los hier? Nice. Ach so, die haben ja immer, genau. Die haben ja. Was machen die hier? Ach, die sammeln. Die sammeln Blätter.
Du, ich habe den Auftrag abgebrochen. Ihr könnt Rückzug. So. Ich würde gerne halt ein bisschen Waffen hier reinlegen. So, ja, was für Waffen? Ich habe Waffen. Viele. Ins Inventar schauen. Da habe ich genommen. Was ist das? Das 38er Karl. 38er Karl. Dann schmeißen wir das mal hier rein. Ah ne, die haben Bögen. Okay, ihr habt nichts, ne? Schmeiße ich das bei euch rein. So, drei Stück. Und Munition. So, sehr schön. Bush Hideout, wichtig. Ich wollte aber hier das Städtchen hier vergrößern. Erstmal nehmen wir hier alles raus, weil hier haben wir auch keine Waffen. Müssen wir nur gucken, dass wir auf jeden Fall hier Waffen noch reinschmeißen. Ich dachte eigentlich, dass ich alles ins andere Lager schmeiße. Es tut mir jetzt leid, dass sich das alles ein bisschen verzögert. Normalerweise mache ich das ja mal zwischen den Folgen. Das habe ich vergessen. Ich will ein Lagopack. Okay. Ich würde sagen. Du bist überladen, ja, das weiß ich. It's the story of my life. So, und jetzt sind wir im richtigen. Genau. Und dann lagern wir ein. Alles. So. Ah, ich weiß nicht, die Stun-Pfeile behalte ich vielleicht ein bisschen. Toxin muss jetzt nicht sein. Aber die Stun-Pfeile, ja. Ja. Soundbait behalte ich auch mal, weil es ist eigentlich wichtig. Das sind eigentlich so Sachen, wo ich sage, puh, kann man gebrauchen. Kann man gebrauchen. So. Wir gehen mal ein bisschen hier runter, weil das ist alles, was wir brauchen. Ja, die Sachen kann man halt vergiften. Die Leute. So. Das brauche ich zum Aufwerten. Jetzt müssen wir gucken. Die Schaufel brauche ich auch auf jeden. Ah, na, okay. Huhuhuhu. Alles gut, alles gut, alles gut. So, Robbe habe ich sehr, sehr wenig. Da muss ich mal durchgucken, ob echt keiner von den Robbe hat. Oh, hier brauchen auf jeden Fall mal Pfeile. Habt ihr Pfeile für mich? So, ja, sehr schön. Und die Pfeile. Ich muss halt ein paar weiter. Ich habe hier einfach gekauft Munition und alles drin. Naja, komm, das lasse ich auch hier, weil. Ich habe ehrlich gesagt kein. Oh, alter Schwede, wie viel. Ui, ui, ui. Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Da habe ich wohl das letzte Mal aus Versehen alles reingeschmissen. Ja. Genau so wird es gewesen sein. Da muss ich gucken. Eieieiei. Leute. Da habe ich wahrscheinlich keine Lust gehabt zu sortieren. Da habe ich gesagt, der ja, kommt, ich meine, alle rein. So, wir behalten mal die Smith Rothel hier. Die 44er Karl. 44er Karl Load. Das ist eigentlich nicht gut. Oder? Na egal. Werde ich schon klarkommen. Schief gehen. Das wird schon schief gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das schief gehen wird. Ich könnte mich natürlich auch mal hinsetzen und die ganzen Waffen mal bauen. Aber das ist halt auch noch mal so, puh, nicht so einfach. So. Ach ja. Ja, ich schicke ja auch. Ah, ich weiß warum. Nach Nesquik habe ich ja immer die ganzen Leute geschickt. Deswegen sind die ganzen Sachen dort. Oh Gott, das tut mir so leid. Ich hatte die ganzen Leute immer mit den ganzen Sachen dahin geschickt. Muss ich ein bisschen aufpassen? Aufpassen muss ich. Der nie weg. Das kommt alles weg. Das wollte ich behalten. Soundbait, Baschau, Hideout. Will ich auf jeden Fall behaupten. Als nächstes ist halt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Dass ich jetzt genau, dass ich diese Dinger behalte. Eine Schaufel kann man da reinlegen. Die French, wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. So. Okay, ich wollte das Ding hier upgraden. Dafür. Ich packe jetzt mal alles rein, weil ich. Oh, komm, egal.
Ist egal, wir holen es gleich raus. Es ist übersichtlich, ist es nicht zu viel. So, wir upgraden das mal hoch. So. Nice. Dann upgraden wir es nochmal. Das war der Plan. So, es können hier immerhin 8 Leute sein. Das heißt, wenn wir das Camp hier dann geklärt haben. So. Ist hier immer noch niemand angekommen? Was machen die da? Die Pferde sind schon da. Okay, hast du jetzt noch irgendwas geladen, mein Pferdchen? Nein? Okay. Ich muss auf jeden Fall viel, viel mehr reiten. Und wir gehen jetzt hier hoch und befreien mal ein paar Leute, damit wir hier das Camp füllen können. Es geht auf jeden Fall bergauf, das ist schwer. Also ich weiß auch, dass wir auf jeden Fall hier dann ein paar Probleme haben werden, jedes Mal. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, bin ich. Wir werden sehen, wie das wird. Ich hätte mir das Gefängnis größer vorgestellt. Bin ich ehrlich? Sieht doch ein bisschen klein aus. Okay. Wir schaffen uns erstmal einen Überblick. Das Schöne ist, dass wir hier wieder so eine Mauer haben. Feinde aufspüren. So, und jetzt? Entschuldigung. Gucken wir einfach mal durch die Mauer durch. Nicht? Halt niemand aus uns hier. Okay. Stop. Don't kill me. Oh, Martin Stöger. I'll tell you anything. Please stop. Vielleicht sind das irgendwelche Unterstützer. Okay. I don't know anything else. I promise. Okay. Dann können wir dich mitnehmen in unser kleines Büschchen. Ich weiß auch nicht, ich werde auf jeden Fall auch hier so einen Bush-Hideout hinsetzen, weil mir das alles auch immer zu gefährlich ist. Es ist doch alles relativ offen. Da kann ich so ein Bush-Hideout machen, so ein Soundbait. Und dann, ne? Dann läuft die Sache schön. So. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur ich kenne das nur in größerer Variante. Ich finde das Lustiges. Verwenden. So. Ist hier gewachsen. Es hinterfragt halt auch keiner, ne? Es ist jetzt halt einfach da. Und keiner hinterfragt es. Okay, pass auf. Wir machen es mal so. Okay. Natalino. I'll take a look. Okay, Natalino. Komm mal her. Ist auch überhaupt keine Falle. Er sagt halt, ich gehe nachschauen und dann läuft er in eine andere Richtung. So, warum? Ja, lauf noch weiter weg. I'm checking it out. Oh Mann. Ooh.
I just see? Weiß ich nicht. Komm mal her. Ich zeig dir, was du gesehen hast. Oh. Die bewegen sich nicht, ne? Ich meine, es gibt Plan B. Der ist... Nein. Der ist so. Oh, ich hab so Schiss, dass die das mitbekommen. Weil der hier, der starrt mich aber direkt an. Hey, is that someone out there? Okay. Auf jeden Fall schon mal aufmerksam geworden. Das freut mich eigentlich. Um ehrlich zu sein. Ne, die bewegen sich nicht. Die bewegen sich nicht. Okay. Die stehen alle zu nah beieinander. Mann. Not right here. Meinst du? There's an enemy. Something's not right here. Meinst du? Es ist ja, Leute, wie sonst? Ich brauche mehr von diesen Stuntpfeilen, ehrlich. Schade, dass ich die nicht wieder aufheben kann, die Stuntpfeile. Echt schade. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass irgendjemand noch in den Gebäuden ist und der gleich einfach wach wird. Die haben sich halt nicht zu mir bewegt, was soll ich machen? Der ist ja nur noch das Gebäude, in dem sie drin sein könnten, weil in dem hier, da sind sie ja ein- und ausgegangen. Boah, das scheint der Boss zu sein. Hätte ich halt gerne befragt, aber gut. Aber gut. Bei dem habe ich jetzt auch keinen Namen oder so. Krass. Das sind aber auch sehr wenig Leute, wenn ich das so sehe. Krass, geil. Sehr schön. Ja, seht ihr, wenn man freundlich ist, dann sind sie ja zu einfach auch freundlich. Ich lass dich frei. Ich meine, ich könnte es noch so machen, dass ich hier irgendwie eine Kriegs... Aber ganz ehrlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die halt einfach nicht besonders gut sind. Die Leute. Und die sterben dann halt einfach super schnell. Und das ist so, warum? Ich will halt nicht, dass sie sterben. Ich habe keine Stuntpfeile mehr. Ich meine, es hat ja aber ausgereicht. Ihr seid frei. Geht dahin und vermehret euch. Super. Haben wir das auch geschafft, Leute. Haben wir das auch geschafft. Ja, ging schneller als gedacht. Was soll ich sagen? Es ging schneller als gedacht. So, könnt ihr bitte endlich gehen, sonst muss ich euch wehtun. Mir halt einfach so ein Pfeil immer noch durch seinen Kopf steckt. Ha. Gut, was soll ich sagen? Du wohnst hier nicht mehr. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, das Problem ist, ich kann das Ding hier nicht abfackeln. Solange wie der hier rumirrt. Was ist das? Also die Staxhorn. Ja. Die sind halt auch übelst schwer, ne?
kämpft halt immer noch mit sich selber. Ich lasse mal die Pistole hier. Aber trotzdem, ich bin immer noch übelst überladen wegen den Stack. Oh, Steckschwein. Aber bevor ich die hier lasse, dann lasse ich viele andere hier. Viele andere lasse ich hier. Ich weiß halt nicht, wofür ich das alles noch gebrauchen werde. Wir rufen erstmal das Pferdi. Pferdi, komm herbei. Ich kann das Ding hier auch nicht abfackeln, bis die nicht raus sind. Der Feind ist zu nah, ja. Das ist so schade. Ich hätte gerne dem einen ausgemacht. Eigentlich brauchst du ja nur die Stackhorns nehmen. Dann ist doch alles schon schigi. Schigi, schigi. So. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Boah, krass, wir haben das komplette Gebiet hier. Die haben ja gar nichts. Was gehört denn noch denen? Ne, ist mal ohne Scheiß. Was gehört denn noch denen? Hier, das hier wollte ich noch kaputt machen. Da haben sie noch ein bisschen was. Da haben sie. Aber ansonsten. Ich brauchte ja nicht mal wirklich mehr hinsiedeln. Okay, Leute. Ja, wir können das hier jetzt nicht mehr abfackeln. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen Schiss, hier Leute hinzuschicken. Aber wir werden es trotzdem tun. Geht mal zu viert. Ja, nehmt mal Pferde. Eigentlich brauchen sie keine. Ne? Aber macht mal. Oh, neutrales Lager. Nice. Ja, dann holen wir uns das noch. Weil jetzt nochmal irgendwie ein komplett. Hin. Ich weiß nicht, eigentlich müssten die ja nicht töten, sondern müssten hier eigentlich looten und. Ach, keine Ahnung. Es ist halt leider noch ein bisschen verpackt, aber ich denke mal, wenn ich jetzt weggehe. Die zählen ja eigentlich offiziell nicht mehr dahin. Wisst ihr, was ich meine? Oh nein, fertig. Tut mir leid. Jetzt waren alle meine Schuld fertig. Das auch. Ach komm, das war nicht so hoch. Ja, reiten muss ich noch lernen. Ich kann ja reiten, siehst ja. Das Pferd wirft mich nicht ab. Das Problem ist, dass das Pferd irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt im richtigen Leben noch nie auf einem Pferd geritten. Dürfte ich auch, glaube ich, gar nicht bei meinem Gewicht. Hatte ich irgendwie gesehen, dass es tatsächlich da Tabellen und Richtlinien gibt, dass man über ein bestimmtes Gewicht nicht drüber gehen darf, weil es ansonsten gesundheitsschädlich für das Pferd ist. Und ja. Ich glaube, da falle ich drunter. Ganz knapp nur. So. Ilzu? Kampf anschließen. Ja, wir werden uns. Sehr schön. Sehr schön. Das ist nicht sofort. Ja, ich glaube, es ist wirklich notwendig, jetzt jedes einzelne Land zu befreien. Das werden wir nicht machen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Schreibt bitte unten in die Kommentare rein. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir das hier erstmal als letzte Folge in Erinnerung behalten. Ansonsten werde ich natürlich noch irgendwie versuchen, hier weiterzukommen und werde euch gegebenenfalls nochmal ein Update geben. Ach, hier hinten sind die jetzt. Okay, nochmal ein Update geben, wie es sich ergeben hat. Ansonsten, wie gesagt, werde ich mich jetzt hier durchschlagen bis hier hinten hin. Und gucken, dass ich die ganzen Gebiete befreie. Es läuft ja eigentlich ziemlich zügig. Vielen Dank fürs Zuschauen und
Ja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Das werden wir sehen. Ich denke mal Scum. Weil da wollen wir jetzt den Server aufmachen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.